Hallo und herzlich willkommen auf unserem Channel Die Nachtzentrale. Heute zeige ich euch mal, wie man selber einen Sauerteig herstellen kann. Und zwar darum, weil jetzt eigentlich irgendwie Hefe überall aus ist. Ich glaube, ich habe jetzt das 10.000. Sauerteig-Video gesehen und habe mir gedacht, okay, jetzt mache ich auch mal mein eigenes. Und wir ziehen uns beim Anfang eben ein Hefewasser und außen Hefewasser eben unseren Sauerteig. Und möchtest du das unbedingt sehen, dann bleib jetzt dabei und ich zeige dir, wie es geht. Also ich habe jetzt Cranberries, Zucker, eine Milchflasche. Es ist ganz wichtig, dass ihr eine Milchflasche verwendet, denn hier wollen wir, dass zwar Luft reinkommt, aber oben eben die Oberfläche so gering wie möglich gehalten wird. Und eben Wasser. Mehr brauchen wir nicht für unser Hefewasser. Und so, jetzt können wir alle Zutaten eben reingeben. Nachdem alle Zutaten in der Flasche sind, gehört das Ganze wirklich gut durchgeschüttelt. Diesen Vorgang sollte man zweimal am Tag wiederholen, dass man eine bewegte Oberfläche hat und das Ganze nicht zum Schimmeln anfängt. Dann die Flasche öffnen und dann ist Tag 1 abgeschlossen. So, wir haben jetzt eben unseren Grundansatz ja gemacht und 4 Tage später schaut das Ganze eben so erst aus. Ja, also man merkt, das Wasser hat sich auf Spur verfärbt, wir spüren jetzt schon am Deckel ein bisschen an Druck. Und wenn wir das jetzt zum Beispiel aufmachen, sollte man auch so ein bisschen ein Zischen schon hören. Man könnte es erst schon verwenden, aber am besten ist, man wartet erst wieder 4 Tage und dass wir eben die nächsten 4 Tage damit arbeiten können, müssen wir das jetzt auffrischen. Das heißt, wir brauchen genau das gleiche wieder. Wir brauchen frisches, getrocknetes, ja, zum Beispiel Cranberries, Rosinen, Obst könnte man reinschneiden, man könnte alles reinschneiden. Zucker, ein bisschen Salz, das hemmt zwar die Hefe, aber stabilisiert sie auch. Ja, und nochmal Wasser. Und wie wir das machen, wir werden einfach hier diese Flüssigkeit, die wir schon angesetzt haben, die ersten 4 Tage nehmen. Und dann ist es wieder der gleiche Prozess wie an den ersten 4 Tagen. Sobald alle Rohstoffe in der Flasche sind, wirklich gut schütteln, zweimal am Tag öffnen, dass wir eben wieder keinen Schimmel bilden und dann wiederum 4 Tage warten. Wiederum 4 Tage später schaut das Ganze eben so aus. Es hat eine etwas hellere Farbe bekommen. Normalerweise, wenn ich es jetzt länger noch stehen lasse, setzt sich auch hier jetzt die Hefe ab und die Cranberries schwimmen jetzt alle nach oben, weil sie eben durch die Kohlensäure nach oben treiben. Und jetzt schauen wir mal, was für einen Druck das eben bringen kann. Ja? Also wir nehmen jetzt das Ganze mal hoch und schauen mal, ich hoffe, das Ganze jetzt reißt jetzt nicht ganz. Und durch den ganzen Druck, was sich jetzt aufgebaut hat, hört man eben, das ist schon jetzt was anderes. So, es ist der letzte Schritt von dem ganzen Prozess. Also wir haben ja schon unser Hefewasser, was ich euch vorher gezeigt habe, nach 8 Tagen. Und jetzt ziehen wir unseren eigenen Sauerteig draus. Es ist relativ einfach. Im Endeffekt gehe ich jetzt her und nehme eben 1:1 Hefewasser und eben Mehl. Und man merkt jetzt schon so richtig, wie eben die Kohlensäure von dem Hefewasser eben schon zum Wirken anfängt. Wichtig ist halt wirklich, dass das ganze Mehl schön eingearbeitet wird, dass keine harten Brocken mehr irgendwo drin sind im Sauerteig. Sonst kann sich der nicht richtig vermehren. Also wirklich gut mischen, 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 mischen. Wunderbar. So, ich habe das Ganze eben erst in einem Wegglas. Wichtig ist, es muss ein Deckel drauf sein, aber es muss noch CO2 entweichen können. Also nicht wirklich ganz stark fixieren, sonst entwickelt man seine eigene Bombe und das möchte ja keiner. Ich kann jetzt schon sagen, dass das Gefäß zu klein ist, weil normalerweise wird das mehr als das doppelte Volumen. Man kann das jetzt nicht nur mit Weizenmehl machen, also ich habe das mit Weizenmehl gemacht, den Sauerteig, sondern auch mit Roggen. Und man sollte eher schauen, dass man eine höhere Typenzahl hat. Denn je höher die Typenzahl ist, desto mehr Mineralstoffe sind im Mehl und das braucht auch die Hefe. Ja. Ich habe euch jetzt auch die Stunden drauf geschrieben. Das Weizenmehl braucht normalerweise zum Vollentwickeln 16 Stunden ungefähr und Roggenmehl um die 20 Stunden bei Zimmertemperatur. Das ist ganz wichtig, es wird wahrscheinlich ein bisschen variieren. Es sollte einfach so weit sein, dass der ganze Topf gefüllt ist und überall wirklich eine schöne Porung entsteht. Sobald die Hefe wieder, also der Sauerteig wieder zum Sinken beginnt, dann müsste man es füttern und das zeige ich jetzt auch noch.
Durch das Auffrischen verstärkt man auch noch die Hefeaktivität. Und man sollte es noch alle 24 Stunden machen. Wenn du es jedoch im Kühlschrank hast, brauchst du es nur einmal in der Woche machen. Einen voll entwickelten Sauerteig erkennt man daran, dass er kurz vorm Einfallen ist. Dies wäre auch ein Indiz zur Auffrischung. Für die Auffrischung brauchen wir jetzt 100 Gramm frischen Sauerteig, 100 Gramm Mehl und 70 Gramm Wasser. Und somit beginnt der ganze Prozess wieder von vorne. Wir nehmen unser Mehl, wir nehmen unseren Sauerteig, wir nehmen unser Wasser. Das Ganze wird gut miteinander homogenisiert und dann wieder stehen gelassen. Entweder außerhalb oder im Kühlschrank. Dann wieder einen Tag warten, wiederum auffrischen und wieder von vorne beginnen. In der Infobox werde ich euch ein paar Rezepte verlinken, was man alles aus Sauerteig machen kann. Und somit bleibt mir noch zu sagen, viel Spaß beim Züchten eures eigenen Sauerteigs oder Hefewassers und man sieht sich das nächste Mal.